Tja, sind wir mitten in einem globalen Völkermord. Jetzt übertreibt er aber, werdet ihr sagen, das ist genau die Übertreibung und Panikmache und das Geschäft mit der Angst, vor dem er sonst immer warnt. Und jetzt macht er selber. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass das purer Alarmismus ist, dass es unnötig sein wird, davor zu warnen. Aber ich sehe gewisse Dinge, Symptome, Muster. Kommt mir irgendwie bekannt vor, was hier gerade passiert. Und ich will, ich muss davor warnen. Das hatten wir doch schon mal, denke ich. Und der Ausgang war nicht gerade erbaulich. Und deswegen will ich irgendwie wie Cassandra rufen. Cassandra, die am meisten gehofft hat, dass sie Unrecht hat, dass ihre Prophezeiungen eben nicht eintreten werden. Aber ja, es gibt gewisse Strukturanalogien und deswegen ist eine Warnung vonnöten. Wir wollen doch aus der Geschichte lernen. Und selbst wenn es nicht zum Äußersten kommen sollte, selbst wenn die ganz große Katastrophe ausbleiben sollte, was ich hoffe, es ist trotzdem bedenklich, was passiert. Es sind einfach unschöne Entwicklungen und auf die muss man aufmerksam machen. Und selbst wenn es nicht direkt eintritt, ist es doch irgendwie vorbereitend. Das, was passiert, verändert unsere Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten. Das sind Shifting Baselines. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten großen Krise, wird es schon ein wenig einfacher. Und selbst wenn es nicht alles zentral geplant und gewollt ist, da ist ein Mechanismus, eine Logik dahinter, ein Prozess. Vielleicht ist der Condition humaine inhärent dem gesellschaftlichen Zusammenleben, wie in der Massenpsychologie des Faschismus oder bei Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, vom historischen Entstehungszusammenhang losgelöst, überzeitliche Muster. Und vielleicht ist das ja auch unsere Verantwortung vor den Opfern vergangener staatlich induzierter Massenmorde. Unsere Pflicht, dass wir daraus lernen und dass wir es nicht wiederholen. Und wenn man die vorgeschlagenen Gegenmittel ergreift, wenn man Gegenmaßnahmen gegen diese Entwicklungen einleitet, wenn man einfach vorsichtig ist, wachsamen Auges das Ganze betrachtet und begleitet, dann ist das auch nicht schädlich. Es ist auf jeden Fall nützlich, sich das anzugucken. Es gibt also die 10 Stufen des Völkermordes, die der amerikanische Völkermordforscher Gregory H. Stanton in den 90er Jahren aufgestellt hat. 10 Stages of Genocide. Und die Stadien, die das Fortschreiten der Ereignisse in Richtung Genozid beschreiben, müssen sich dabei auch nicht immer linear manifestieren. Die können auch teilweise überlappen oder gleichzeitig stattfinden. Wichtig dabei ist zu sehen, dass Völkermord nicht von einer kleinen Gruppe von Individuen begangen wird, sondern eine große Anzahl von Menschen stehen dahinter. Und alle tragen zu diesem Völkermord bei. Aber in jedem Stadium können präventive Maßnahmen eingeleitet werden, können eine Verschlechterung der Situation verhindern. Das hat Stanton auch schon festgestellt. Und dazu müssen wir aber diese Stadien erkennen und uns auch der Schwere unserer misslichen Lage bewusst werden. Wir müssen raus aus dem Stadium der Verleugnung, in dem wir uns noch immer befinden. Dem Stadium des Nicht-Wahrhaben-Wollens, ja, analog zum ersten Stadium der 5 Stadien des Sterbens nach Elisabeth Kübler-Ross. Da müssen wir raus. Also, was sind die 10 Stufen des Völkermordes nach Stanton? Die erste Stufe des Genozids ist die Klassifizierung, die Kategorisierung einer Gruppe von Menschen, die das Problem und die Bedrohung für die Gesellschaft sind. Harald Welzer, der Soziologe, schreibt darüber übrigens in seinem Buch Täter, Zitat: Im Ergebnis bedeuten diese normativen Veränderungen, dass eine Gruppe von Gesellschaftsmitgliedern sukzessive aus dem Universum der allgemeinen Verbindlichkeit ausgeschlossen wird, das für die anderen, die Zugehörigen zur Mehrheitsgesellschaft, nach wie vor in Geltung ist, nun aber exklusiv wird. Dieser Vorgang ist, wie gesagt, die zentrale Voraussetzung für die Entstehung genozidaler Prozesse. Denn die Ausschließung verläuft über die Definition, dass die auszuschließende Gruppe an sich, und das heißt jedes ihrer Mitglieder, eine Bedrohung für das Wohlergehen und letztlich für die Existenz der Mehrheitsgesellschaft ist, die dann folgerichtig ihr Heil darin erblickt, diese als bedrohlich wahrgenommene Gruppe unschädlich zu machen und in letzter Konsequenz zu vernichten. Deshalb geht allen bekannten Vernichtungsprozessen eine Definition der bedrohlichen Gruppe voraus. Und dieser Definition schließt sich eine sich beschleunigende soziale, psychologische, materielle und juristische Deklassierung an,
die die zunächst nur behauptete Andersartigkeit der ausgeschlossenen Gruppe zunehmend in eine von den Zeitgenossen gestaltete und gefühlte Realität überführt. Harald Welzer. Nun, die Tragik unserer Situation zeigt sich in der Tatsache, dass der Autor, der diese Zeilen vor Jahren schrieb, in seinem Buch Täter, heute nicht nur keinerlei Kritik an den Maßnahmen oder am Umgang mit den Regierungskritikern hat, sondern sie zum einen pauschal in den Topf der Corona-Leugner wirft und zum anderen Corona-Leugner im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Holocaust-Leugnern gleichsetzt. Das sagt einiges über den Stand der Bildung unserer Intellektuellen aus. Ja, also es geht um die Ausdeutung des Feindes, die Klassifizierung, die Definition. In der Vergangenheit war dies immer ein bestimmtes Kriterium, das vorher geherrscht hat, eine ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität. Aber die Tyrannei von heute umfasst eben auch all dies. Die Zielgruppe sind eben Menschen, die für ihre körperliche Souveränität, für Menschenrechte stehen. Menschen, die ihre Freiheit gern haben, die medizinische Selbstbestimmung haben möchten. Menschen, die sich selbst versorgen möchten, die ihr eigenes Einkommen generieren wollen. Und die Gruppe der Freiheitsfreunde. Im Grunde genommen haben sie es eben auf die abgesehen, kann man sagen. Unabhängige Menschen, die Legebatteriehaltung verweigern. Alle souveränen Individuen, die dann vom Staat in eine Klasse abhängiger Lohnsklaven und Konsumsklaven verwandelt werden sollen. Das Ende des Privateigentums, das Ende privater Kommunikation, dezentraler Kommunikation, Währung, das Ende der Selbstheilung, des Anbaus eigener Nahrung, eigenen Saatguts, eigener Medizin. Alles soll staatlich reguliert, regiert, überwacht werden, bis in die Körper hinein. Und wie jede Diskriminierung ist auch eben diese eine Verschiebung und eine Verdrängung. Der Diskriminierende an sich ist in erster Linie von Angst und Unsicherheit getrieben. Die versucht er hinter besonderer Härte der Diskriminierung zu verstecken. Arne Grun hat das schon sehr schön beschrieben in seinen Büchern, vor allem in seinem Buch Der Fremde in uns. Die Menschen hatten aus Angst vor dem Lebendigen in sich selbst ihr Inneres zum Fremden gemacht. Trotzdem fühlten sich diese Sklaven frei, weil sie andere eroberten und töteten. Aber es ging ihnen darum, das Lebendige zu töten, denn das bedrohte sie. Arne Grun. Und dabei beruht die Unsicherheit dieser Menschen eben aus einer in der Erziehung angelegten Ich-Schwäche, wie Arne Grun es beschrieben hat. Ich-Schwäche und totalitäre Regime, aber auch die Ungerechtigkeiten durch ganz normale Staaten, beruhen nach Arne Grun darauf, dass eine Generation gefühlskalter Eltern eine Generation ich-schwacher Menschen hervorgebracht hat, die sich nicht selbst als Individuen sehen können, weil sie keine feste Identität besitzen. Und diese Nicht-Identität wiederum äußert sich in einem tiefen Bedürfnis nach Ordnung, nach Autoritäten und nach festen Regeln, nach Gehorsam und Pflichttreue, selbst wenn das alles die eigene Lebendigkeit unterdrückt oder dann sogar noch mehr. Nun, die zweite Stufe des Genozids ist die Symbolisierung, also die Markierung. Die zum Sündenbock gemachte, die ausgedeutete Gruppe wird dazu gebracht, sich vom Rest abzuheben und sichtbar zu werden, ein Objekt der sichtbaren Unterscheidung zu sein. Das ist heute umgekehrt bislang noch. Ja. Die guten Menschen, die bedecken ihr Gesicht, und die schlechten und gefährlichen Menschen sind diejenigen, die ihr Gesicht zeigen. Unvorsichtigerweise. Daran erkennt man sie, daran erkennt man den Sündenbock, die Zielgruppe. Das sind die, die ihr Gesicht zeigen. Ja, und wir kennen auch schon diese Impfauszeichnungen. Ein Button oder ein Schmuck, ein Tattoo kriegen die Leute oder dann irgendwann eben den Impfausweis, mit dem sie sich selber markieren. Die dritte Stufe des Völkermordes ist dann die Diskriminierung, die tatsächliche Diskriminierung. Das herrschende Establishment nutzt die Verordnungen, Anordnungen, Gesetze und überhaupt die Akzeptanz in der Bevölkerung, eben die politische und soziale Macht, um die Rechte der Zielgruppe einzuschränken, ihnen ihre Bürgerrechte zu verweigern. Ja, jetzt kann man ohne Maske, Test und Spritzung kein Geschäft, kein Rathaus, kein Flugzeug betreten, keine Schule. Und bald wird es dann eben auch, wird das auch eben zum Werkzeug für systemische Diskriminierung
gemacht. Ja, die Spritze, ohne sie kann man nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen. Die Beispiele auch dieser Äußerung sind ja Legion und sie werden immer unverhohlener. Heute in der Bild, Nikolaus Blome, Wolfram Henn, diese Gestalten. Die vierte Stufe ist dann die der Dehumanisierung. Nachdem man ihnen die Rechte entzogen hat, werden sie entmenschlicht. Ja, das wird auch dann in der Propaganda so gezeigt. Hier setzt dann die systemische Beschimpfung ein. Jetzt weiß man, wer die Zielpersonen sind. Wir haben ihnen einen Sündenbockstatus zugeordnet und wir können sie auf Etiketten reduzieren. Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Spritzskeptiker, Impfdienstverweigerer, Wehrdienstverweigerer, ja, früher. Und die werden dann zu Terroristen gemacht, zu Fanatikern, zu Spinnern, zu Psychopathen oder eben zu im Ganzen die Volksgesundheit gefährdenden, unhygienischen Menschen. In Bezug ja, auf den Kult, den wir gerade vor uns sehen, werden sie als Ketzer, als Egoisten, als Extremisten, ja, als Gefährder, asymptomatische Gefährder beschrieben, Verschwörungsideologen, Verschwörungserzähler und damit eben gebrandmarkt und schon einen Schritt zur Entmenschlichung getan. Im Jahr 2019 hat die WHO ja die Impfstoffzögerung zu einer der 10 größten Bedrohungen für die globale Gesundheit erklärt. Ja, du bist eine Bedrohung für die globale Gesundheit, wenn du dich nicht impfen lässt. Die Washington Post nannte Impfzögerung Anti-Impfstoff-Extremismus und hat das mit inländischem Terrorismus, Homeland Terrorism, verglichen. Ja, es gibt keinen Aufschrei, wenn eine große Zeitung die Befürworter der medizinischen Freiheit als Querstusser oder als Corona-RAF oder als Unterklasse von Menschen ansieht. Ja, das, wenn sie eine Zweiklassengesellschaft vorsieht. Das wird als berechtigte Bezeichnung und als Sanktion für diese Menschen angesehen. Und daran erkennt man, dass die Diskriminierung und Entmenschlichung schon eine systemische Ebene hat in der Gesellschaft. Ja, sie wird von der Gesellschaft akzeptiert und übernommen. Die Gesellschaft hat eine Blindheit demgegenüber entwickelt, dass es sich überhaupt um eine Diskriminierung handelt. Die fünfte Stufe des Völkermordes ist dann die Organisation. Ja, der Staat oder eine Institution oder eben eine Organisation fängt tatsächlich an, das Ganze einzurichten. Man kann jetzt zum Beispiel Event 201 nehmen, bei dem die Szenarien für die Pandemieabwehr durchgespielt und erprobt wurden. Auch das Rockefeller-Dokument von 2010, Operation Lockstep, hat ja diese Zukunftsszenarien ausgedeutet, wo eben dieser Lockdown und die Maßnahmen der Regierung gleichzeitig eine zunehmende Kontrolle gegen den Pushback der Bevölkerung eben bedeuten würde. Die Pläne zur ja, Bespritzung der ganzen Erdbevölkerung wurde schon in den 90er Jahren in Gang gesetzt, Agenda 21. Oder wir haben den EU-Vertrag, den Lissabon-Vertrag von 2009. Dieser Vertrag erlaubt die Tötung von Menschen im Falle eines Aufruhrs. Also auch Demonstrationen könnten als Aufruhr ausgelegt werden. Es wäre nach dem neuen EU-Recht dann eben unter Umständen legitim, randalierende Demonstranten einfach zu erschießen. Grundrechtecharta und Artikel 6. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das ist eingeschränkt worden in der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland Ende Juni 2021 und so weiter und so fort. Die sechste Stufe des Völkermordes ist die Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft und dann das Aufeinanderhetzen der einzelnen Seiten, das bewusste Schüren des Feuers zwischen der Masse, der dazugehörigen, der Mehrheitsgesellschaft und der diskriminierten Minderheit. Ja, die mehr von der asymptomatischen Übertragung. Jeder wird dadurch zum Feind des anderen. Jeder ist ein Gefährder. Vor allem diejenigen, die sich haben nicht spritzen lassen. Und ein allgemeiner Verdacht entsteht. Die Medien haben diesen Glauben verstärkt, dass eben gesunde Menschen asymptomatische Krankheitsüberträger sind und dass sie, wenn wir sie nicht unter Kontrolle bringen, einsperren und eben mit der Spritze versorgen, uns in Gefahr bringen und dass ihre Weigerung eben dazu führt, dass wir weitere Lockdowns haben müssen und so weiter. All das soll den Druck auf diese Zielgruppe erhöhen. Sie sind eben der Grund für die Leiden aller. Sie sind schuldig. Sie müssen beseitigt werden. Die siebte Stufe des Völkermordes ist dann die Vorbereitung, wo die diskriminierten Individuen identifiziert und getrennt werden. Es gibt Deportation und Isolation.
ja, die Maske, dann vielleicht der Impfpass, schließlich digitale Identifikationen werden diese Zeichen sein. In Deutschland wurde im Januar 2021 Internierungslager für Corona-Dissidenten in Dresden vorgesehen. Lager in Deutschland, ja, und immer noch kein Aufschrei. Ja, es geht ja um die Gesundheit. Da ist es natürlich in Ordnung, wenn die Deutschen wieder Lager einführen. Die achte Stufe ist dann die tatsächliche Verfolgung. Hier wird die ausgedeutete Gruppe in der Praxis isoliert. Ihr Eigentum kann auch beschlagnahmt werden und sie können gezwungen werden, dann selber identifizierende Symbole zu tragen. Natürlich alles nur für die Volksgesundheit. Es werden Quarantänelager errichtet, in denen Infizierte zwangsweise behandelt, medizinisch versorgt und umerzogen werden sollen. Und ja, nach den neuen Pandemiegesetzen in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, hat da die Polizei volles Zugriffsrecht. Ja? Das Recht, die Häuser der Menschen zu betreten, eine infizierte Person zu entfernen. Im britischen Gesetz über die öffentliche Gesundheit wird sogar ein Teil hervorgehoben, dass das Eigentum der infizierten Person zerstört werden kann, um die Ausbreitung zu stoppen. Diese ganzen Entwicklungen. Und die neunte Stufe des Völkermordes ist dann die Ausrottung. Da beginnen dann tatsächlich die Massaker. Aber das wird dann Ausrottung genannt, da die Opfer eben nicht als vollwertige Menschen angesehen werden. Ja, im Kult derzeit finden die Massaker, ja, könnten sie auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Es könnte zumindest eine versuchte Eliminierung der freien Menschen, eine Ausschaltung der abweichenden Stimmen und aller Opposition sein und vieles mehr. Und die zehnte Stufe des Völkermordes ist dann die Verleugnung. Die Täter leugnen das alles, ihre Taten, die systemische Diskriminierung und das Massaker, die Ausrottung. Und oft enden sie dann tatsächlich damit, die Opfer zu beschuldigen. Ja, Beweise werden zur Seite geschafft, Zeugen werden ermordet. Und angesichts des ganzen Unheils, das man über die Welt gebracht hat, ja, vielleicht auch selber nur aus Naivität, aus Mitläufertum oder sogar aus guten Absichten, ja, wie soll man jetzt damit umgehen? Da braucht man ja psychische Bewältigungsstrategien. Zum einen die Verdrängung. Arne Grun hat dazu schon geschrieben. Ärger, Frust, Schmerz, Trauer, die dringen nicht in mein Inneres vor. Einfach verdrängen, das ist am besten. Oder in eisigen Hass umwandeln. Oder rationalisieren. Rechtfertigen. Auch in der Erziehung zum Beispiel. Die Lehrer könnten auch die Entmenschlichung verstärken, indem sie Kindern erzählen, warum das geschehen ist, warum es nötig war und dass körperliche Berührung schlecht ist und töten kann. Dass es böse Menschen waren. Jetzt schon sichtbar ist das alles. Die Kollateralschäden sind sichtbar und die Politik sagt, ja, tut uns ja auch leid, wir haben uns doch von Wissenschaftlern beraten lassen, von Experten. Das war halt damals der Stand der Wissenschaft, better safe than sorry. Ja, mit dem Wissen von heute würde man vielleicht, aber hinterher ist man immer klüger und da gibt es schon diese gewisse Verantwortungsdiffusion. Und da gibt es natürlich die politische Immunität. Rahim Tagizadegan schreibt in diesem wunderbaren Büchlein hier, Null-Risikogesellschaft, die Politik bleibt jener merkwürdige Bereich, in dem Fehlentscheide die geringsten Konsequenzen für die Entscheider haben, der Wettbewerb gescheut wird und kaum Innovationen sichtbar sind. Null-Risikogesellschaft, sehr schönes Büchlein übrigens, kann ich nur empfehlen. Ja, düstere Aussichten, wie gesagt, hoffen wir, dass sie übertrieben sind, dass es reiner Alarmismus ist. Aber es muss auch nicht so kommen. Wie gesagt, in jeder Stufe gibt es die Möglichkeit zu intervenieren und diesen Prozess anzuhalten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man die Stufen erkennt und dass man die eigene Lage erkennt und dass man sie nicht verleugnet. Wenn man sie erkannt hat, ist es dann aber auch wichtig, dagegen aufzustehen und seine Stimme zu erheben. Auch wenn es unbequem ist, es nicht mit sich machen zu lassen, es nicht mitzumachen. Denn es ist ein Problem des Mitmachens. Sogar ein flüchtiger Blick in die Geschichte, schreibt der österreichisch-ungarische Schriftsteller Arthur Köstler, sollte einen davon überzeugen, dass einzelne Verbrechen aus egoistischen Motiven eine ganz unbedeutende Rolle in der menschlichen Tragödie gespielt haben, verglichen mit den Zahlen, die in selbstloser Treue zu seinem Stamm,
seiner Nation, seiner Dynastie, seiner Kirche oder seiner politischen Ideologie massakriert wurden. Und es ist auch unverständlich, dass sich große Demonstrationen mit dem Motto Hashtag unteilbar organisieren lassen. Aber wenn 20% der Bevölkerung von staatlicher und journalistischer Seite unverhohlen die Apartheid angedroht wird, dann ist es irgendwie Nazi, dagegen zu protestieren. Zum Schluss nochmal kurz zurück zu dem Artikel von Rahib Tagizadegan. Er gibt nämlich auch Aufschluss darüber, wo eine mögliche Lösung oder zumindest ein Gegenmittel liegen könnte. Wir sollten für immer skeptisch gegenüber politischen Großversuchen sein. Je größer, desto skeptischer. Vor allem, wenn sie eben mit einer großen Reichweite und mit extensiven Eingriffen daherkommen. Egal wie hehr das anvisierte Ideal klingen mag. Rahib Tagizadegan schreibt, gerade die großflächige Ausbreitung bedarf besonderer Vorsorge und Vorsicht. Der politische Fehler wiegt schwerer als der individuelle Fehler. Der individuelle Fehler pflanzt sich nicht so schnell fort, da viel eher der individuelle Erfolg imitiert wird, nicht das Scheitern. Das bremst die Ausbreitung individueller Fehler. Politische Fehler sind nur durch die Reichweite der Zwangsmittel und Legitimität beschränkt. Die größten Menschheitskatastrophen, bei denen in kürzester Zeit unfassbare Menschenzahlen Tod und Leid fanden, waren überwiegend politisch skalierte Fehler. Rahib Tagizadegan in seinem Artikel hier in diesem schönen Büchlein. Das war's für heute auf Kaiser TV. Den Artikel von Rahim könnt ihr nachlesen in Nullrisikogesellschaft zwischen Sicherheitswahn und Kurzsichtigkeit von Olivier Kessler und Beat Kappeler herausgegeben in der Edition Liberales Institut. Da ist auch ein Artikel von mir drin übrigens. Schamlose Selbstwerbung und herzliche Lektüreempfehlung. Also Link ist in der Beschreibung. Nachhören könnt ihr wie immer alles auf meinem Podcast, zu hören überall auf den gängigen Podcast-Formen, Plattformen, iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud und Google Podcast, Links in der Beschreibung. Abonnieren könnt ihr auch meine anderen Kanäle, einigermaßen zensursicher auf Odyssey, auf Vimeo und auf Rumble. Und nachlesen und alle weiteren Meldungen und Texte könnt ihr das auf meinem Blog kaisertv.de. Kurze Meldungen und Gedanken und Eindrücke erhaltet ihr von meinem Telegram-Kanal GunnarKaiserTV und Nacktfotos auf Instagram, private Fotos. Unterstützen könnt ihr ja meine und unsere Arbeit gerne über PayPal, Banküberweisung und alle möglichen Kryptowährungen. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dauerhaft unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Videos seht ihr dann als erste oder fast alle Videos im Frühzugriff sowie über 100 exklusive Videos und Texte könnt ihr sehen und lesen auf den Unterstützerplattformen Patreon, Substack und jetzt auch als regelmäßigen PayPal-Beitrag. Da ist eure Unterstützung aus meiner Sicht am effektivsten, weil es uns eine gewisse Planbarkeit ermöglicht. Und dieses schöne Shirt hier, das könnt ihr erwerben auf meinem Shop gunnarkaiser.com und die Einnahmen aus diesem Design, Hashtag ich mach da nicht mit, gehen vollumfänglich an Eltern, Kinder und Lehrer, die wegen ihrer Gewissensentscheidungen Konsequenzen zu gewärtigen haben und jetzt eben rechtlichen Beistand oder finanzielle Unterstützung benötigen. Bislang haben wir ungefähr 10.000 Euro, also Menschen in Höhe von 10.000 Euro unterstützt. Entweder für Anwaltskosten, meistens für Anwaltskosten, Gerichtskosten oder auch Gutachterkosten oder in tatsächlichen kurzfristigen finanziellen Nöten, die die Betroffenen durch ihre Gewissensentscheidung zu gewärtigen haben, die ihnen da entstanden sind, etwa weil sie ihren Job hinschmeißen mussten und gesagt haben, ich schmeiße hin, ich mache da nicht mit. Zum Abschluss noch hier für diesen schönen Abend hier am Woblitzsee in Mecklenburg-Vorpommern ein Wort von Erich Fromm. Nicht nur die geistige Entwicklung des Menschen war möglich, weil es Menschen gab, die es wagten, Nein zu den Mächten zu sagen, die im Namen ihres Gewissens oder ihres Glaubens auftraten, sondern auch seine intellektuelle Entwicklung war abhängig von der Fähigkeit, ungehorsam zu sein. Ungehorsam gegenüber Autoritäten, die versuchten, neue Gedanken mundtot zu machen und gegenüber der Autorität längst etablierter Meinungen, die einen Wandel für Unsinn hielten. Gute Nacht und viel Glück.